Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mit dabei sind meine Kompagnons. Der Olaf hat mir geschrieben, er ist heute Abend nicht dabei, weil er Besuch bekommt. Also habe ich gesagt, okay, den Einsatz mit dem Hubschrauber rausfliegen, das war hier oben irgendwo. Nee. Den... Nein. Ihn hier, das habe ich erstmal abgebrochen. Das mache ich dann mit Olaf zusammen. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal hier unten hin beim Schmuckel. Der ist noch nicht so, noch nicht fertig. Also werde ich das jetzt alleine machen mit meinen Companeros. Der Bankrauch von Barriachos. Verhören Sie den Bankmanager, um den Code für den Tresor zu erhalten. So, Flores verwaltet 100 Millionen. Verwahrt hunderte Millionen Dollar Kartellgewinne in einem Tresor. In der Banco de Barriachos. Der Verlust dieses Schatzes wird Flores in eine gefährliche Lage bringen. Wir müssen den Tresor aufbrechen und verteidigen, bis die Rebellen eintreffen. Okay. Flores versteckt Schwarzgeld in Millionenhöhe in der Banco de Barriachos. Rauben Sie die Bank aus und übergeben Sie das Geld an Kataris Rebellen. Machen wir. Jungs, eingestiegen. Moment, ich fahre. Wo lang, ne? Irgendwie hier runter. Oder? Jo, da ist die Straße, Gott. Ja, fahren wir mal hin. Mit schöner Musik. Ja, ich hatte zwar zu Olaf gemeint, ich kann es auch alleine mal versuchen mit dem Hubschrauber, aber dann, ach nö, ja. Den Spaß soll er auch haben. Okay. Oh, sind gleich da. Sind gleich da. Moment. Am besten von hier oben erstmal gucken, ne? Gott, aufsteigen, Jungs. Schalt einfach auf. So. Barriachos. Gut. Aufklärung bitte. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Huiuiui. Da unten ist ja schon welcher. Und da oben auch. Gut. Den können wir mal schon wegsnieben, wa? Genau. Oh, ist hier Alarm? Es gibt Alarm. Gut, aus. Der Alarm ist jetzt aus. Können wir trainieren? Oder ist hier ein Jammer? Drohne fliegt. Nee, doch nicht. Gut. Da ist noch... Ach so, da ist der... Einsatz. Ja, ja. Wir müssen uns mit Sicherheit hier irgendwie durchkämpfen. Hier ist Ziel Nummer 5. Ist ja schon ganz schön dicht dran, ne? Dann ist hier irgendwo noch eine. Ich sehe eine montierte Waffe. Ah, gut. Und wo ein Alarm ist, sind auch zwei, ne? Oder? Sehr eingeschätzt, Tom. Ich glaube, den haben wir gerade ausgeschaltet. Und da hinten? Da. Seht ihr das? Okay, nicht. Gut. Gut. Ein Lichtpanel. Okay, scheint aber weiter unten zu sein. Na gut, so.
oben ist kein Ende. Doch. Huch, den haben wir gar nicht gesehen. Eben im Radar. Ich bin das hier in. So gefällt mir das. Ja. Ist mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Oh, Vorsicht. Wir haben ein Sicario mit MP. Ich sehe niemanden. Runter ab, ne, los! Naja, der ist tot. Lass ihn. Hat ja eh keine Information gehabt, ne? Hauen wir ab. Mal sehen. Da runter müssen wir. Ah. Da unten läuft auch noch einer umher. Eieiei. Na gut, kriegen wir auch hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen entspannter als die andere Mission, die wir da hatten. Ah, ja. Beim anderen war ja auch richtig mal so Anspannung, ne? Zwecks. Da, guck mal da. Guck mal da. Hat seine hingelegt, oder? Der war mal. Was legt er sie auf Schlafen? Nachts gehe ich am liebsten rein, sei es so wie es ist. Weil man nicht selber entdeckt hey, wird. Wir haben einen Narko. Sag mir wo. Neben dem Container, siehst du? Neben dem Container? Da oder was? Okay. Mal eine. Zurück mit dir, zurück mit dir. Warum? Ist irgendwo eine? Der da, wa? Ja, hast du was gesehen oder was? Gut, 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 gut. Da kommt noch eine. Da steht er versteckt da, oder? Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Drüben am Parkplatz. Drüben am Parkplatz. Oh, da kommt jemand. Hey! Keine Alarmlos. Freundchen, du tust sie mal runter, das ist doof. Das ist doof. Ihr Leutnant versucht zu. Ach, hat er jetzt ab? Shit! Shit! Ich schieße auf die Asche. Naja, Angriff, Jungs. Hab verstanden. Ach, der kommt zu uns. Gut. Ruhig, Kamine. Runter, alle runter. Heli. Ja, wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Komm, wir verhören ihn mal. Liga ist nur ein Dorn in deinem Fleisch und ein Lauf an deiner Schläfe. Gib uns jetzt den Code für ihren Tresor. Und Pulpo lässt sie dann verschwinden. Pulpo? Chingado. Okay, ist da bien. Die Codes gehören dir. Gut, danke. Moin. Oh, was ist mit meinen Jungs passiert? Hier Nomad. Wir haben den Zugangscode. Sind die Rebellen bereit? Um hunderte Millionen Bolivianos abzuheben? Na klar. Wartet auf unser Signal. Nomad Ende. Oh, Hubschrauber. Ganz alleine. Meine Jungs sind tot. Schade. Holt und Midas und Weaver ist tot. Vom Hubschrauber erschossen?
kommen noch mehr. Na ja gut. Einzelkämpfer wieder. Hol dich da unten irgendwo. Also. Hohoho, Glück gehabt. Tiere, achte auf das Miniradar. Mensch. Hubschrauber, auf den Boden. Aber schön, die sprechen noch mit uns, ne? Auch wenn sie mächtig mausetot zu sein scheinen. Gehen wir ein bisschen zurück. Ach, da ist die Waffenkiste, okay. Hubschrapp, wo bist du? Komm wieder her, ich will dir abschießen. Aber die haben ja noch einen Alarm, ne? Genau. Hatten ja noch einen Alarm hier irgendwo. Und jetzt sollen wir uns weiter kämpfen, okay. Da kommt er. Auf den Boden, Hubschrauber! Schade. Schade. Hubschrauber, auf den Boden. Ja, Jungs, lass mich mal kurz machen. Dann hole ich euch wieder, wenn es geht. Wenn die mich mal ein bisschen alleine lassen. Gut. Da kommen wir. Oh, sag ich doch, da kommen gleich noch mehr. Wieder, wollte gerade sagen, war Kräfte beim Nachladen, dann kommen sie, ne? So, wie weit ist er entfernt? 29 Meter könnte man eigentlich schon wieder beleben. Zumindest ein. Ey, der hat ja was ausgehalten. Oh. Heilen, komm. Schnell. Wolltest du mich verbluten lassen? Kennt ihr die anderen Shit, die haben wieder dann beschlossen zu kämpfen. Hä? Och, Rebellen unterstützen oder was? Nee. Moment, ich komme. Ah. Die Jagdpatrouille. Das hat aber gedauert. Ja, toll. Auf den Boden, Hubschrauber. Kurz zurückziehen. Ah, Unidad-Patrol ist natürlich gar nicht so schön. Okay, wir dürfen Unidad nicht so doll abschießen, sonst kommen ja immer mehr, ne? War das nicht so? Halte durch, ich bin schon da. Zurückziehen, Jungs, wenn's geht. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Oh, da kommen so viele. Ich spring mal rüber, ne? Gott. Können wir uns irgendwie zurückziehen? Besten, dass wir uns nicht mehr sehen, ne? Irgendwie hier rein? Ah, kann die Tüte drin, schade. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ja. Heli, runter, runter! Jo. Sind wir. Okay, die sind da, die sind da. Jo, sammeln! Uah. Kartell-Sikarios greifen in den Kampf ein. Schüsse! Unidad greift das Kartell an. Ah, warte mal. Haha, wir haben ja hier. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Verstanden, Cooper. Oh, die stehen da unten. Wir müssen die
Patrouille loswerden. Jungs, wo seid ihr? Am besten irgendwo im Haus verstecken. Okay, wir werden nur noch gejagt. Ich glaube, der Hubschrauber ist weg, ne? Ich wusste, dass noch irgendwo ein Alarm ist. El reporte indica que no hay signo del enemigo. Todas las unidades pueden retirarse. Okay, Gefechtsbereitschaft aufgehoben. Aber ist nicht von den Unidad, ne? Glaube ich. So, das sind jetzt ungefähr drin. Okay, Patrouille verloren. Schön. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Da ist der Alarm. Alarm hier drüben. Hat den Alarm abgelegt. Kommen wir hier nirgendwo rein? Echt jetzt? Echt jetzt? So, warte mal. Wir haben ja noch Rebellen. Aufklärung, ne? Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Bing, 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 bing. So viel. Okay. So. Da sind die Rebellen. Der kommt. Da werden die eine sehen, auch noch einmischen. Na toll. Warte mal, warte mal. Hier oben auf der Ecke steht einer. Oben, glaube ich, ne? Kommt mir irgendwie gerade so bekannt vor. Die ganze Hütte benutzen. Ach Gott. Da müssen wir noch verteidigen, ne? Stimmt, 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 stimmt. Tango in der Bank. Ja, Tango in der Bank. Und wir tanzen hier Cha-Cha-Cha. So, Jungs, kommt her. Lasst die Rebellen, die Unidad sein. Entdeckung, verdammt. Ja. Die sind auch ganz schön geastig, die Jungs. Wo bleibt ihr? Hm? Freunde der Nacht. Scheiße. Jungs, greift an. Macht sie nieder. Ach, jetzt ist es auch ganz schön hell hier, ne? Macht sie, glaube ich, so jetzt besser. So, Munitionskiste war hier oben, unten. Denk mal eher oben, ne? Nee, doch nicht, komm mit. Ich dachte, das wäre das, wo wir das Hauptkokainlager gemacht haben. Ich dachte, das wäre das Gebäude, aber nee. Keine Waffenkiste. Jungs, nicht abhauen. Hey. Oh. Nachladen kommt hier einer, oder? Nee, alles gesäubert. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das waren alle. Hinten ist Munition. Schön, 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 schön. Meine Herren, das war ja wieder etwas tricky und die Unidad sind auch noch da, oder?
Jetzt müssen wir den Angriff abwehren. Geht bestimmt auf der Tor. Guck mal, wo hier die Kohle hier rumliegt. Okay. Öffnen Sie die Tür des Tresors. Das soll die Tür sein. Tresor. Achso. Feinde im Bereich. Augen auf. Okay. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Okay. Kommt mal her. Aha. Achtet auf das Schussfeld. Die kommen auf uns zu. Ich greife an. Ja, greift mal an, aber geht nicht drauf, ne, Jungs? Huhuhuhu. So, 2 Minuten müssen wir aushalten, okay. Schnell. Nachfüllen. Sicher ist sicher, ne? So. Da waren wir ja ganz gut eigentlich, ne? Wo kommen die nächsten? Von hinten bestimmt, ne? Oh, war einer reingekommen. Die kleinen Lümmels. Und von hinten? Hubschrauber kommt auch noch. Na schön, na schön. Die anderen werden unten sein, ne? Nachladen. Kommen bestimmt gleich wieder welche. Oder Hubschrauber, der ist auch noch da. Der nervt schon ein bisschen. Der Heli ist hin. Besser ist das auch. Besser ist das auch. Die sind doch unter uns, oder? Noch 26 Sekunden. Machen wir. Sag ich doch, jetzt kommen die Rebellen. Gut. Schnell nach oben. Schnell und ich krieche hier. Alles klar, Terra. Einsatz abgeschlossen. Schön. Wir haben die verteidigt. Hä? Jo, ganz schön versteckt, der Jungs. Gar nicht gesehen. Oh ja, amigo. Mission completa. Die Sicarios sind tot und eure Jungs sicher. Muchas gracias. Ohne euch hätten wir den Tresor nicht erobert. Gebt nicht sofort alles aus und erzählt herum, dass Pulpo euch geholfen hat, an das Geld zu kommen. Um den Streit anzuheizen? Bueno, ja, mich selbst macht, als ihr aussieht. Gracias, Yankees. Jo, helfen noch gerne. War schon nice. Guckt mal, wie viel Geld die jetzt haben. Oh ja, so viel Kohle. Ohne Moos nichts los, ne? Genau. So, das hätten wir abgeschlossen. Oh, Licht. Schön den Regen, den Regen genießen. Peng. Ja, ja, hier gibt's nichts weiter, ne? Ne. Ne. Okay, dann kommen wir hier zum Ende der Folge. Die letzte war ja nun ziemlich lang, ne? Da waren ja 14 Minuten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten empfehlt mich gerne weiter.
Und dann sage ich nochmal schöne Grüße an alle, die hier einschalten. An meine Abonnenten. Und die auch immer fleißig Kommentare schreiben. In dem Fall Spektre. Ja, schöne Grüße an dich. So, ja, dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.